Gegen Fortuna Düsseldorf strömten 12.000 Besucher ins Stadion. Ebenfalls nur Zuschauer, Torjäger Werner Rusche. Er musste wegen der vierten gelben Karte aussetzen. Auch der Amerikaner Caligiuri ist noch immer verletzt. Trotzdem zeigten die Emsländer ein begeisterndes Spiel, das vor allem kämpferisch überzeugen konnte. Die erste große Möglichkeit für Martin van der Pütten mit der Nummer 7. Neben ihm als zweite Spitze eingesetzt, imponierte Robert Toben mit der Nummer 9 mit kraftvollen Aktionen. Beide Stürmer sind nur schwer vom Ball zu trennen, immer eine Gefahr für die gegnerische Abwehr. Das Team von Trainer Rainer Perseke bewies in den letzten Begegnungen, dass es selbstbewusster geworden ist, auch Rückstände leichter hinnehmen kann. Vor 14 Tagen lag man zum Beispiel gegen Blau-Weiß Berlin sogar 0:2 zurück und erreichte noch einen Unentschieden. Gegen Düsseldorf bahnte sich Ähnliches an. Nach diesem Foul von Frank Klopke erkannte Schiedsrichter Werner auf Strafstoß. Eine Entscheidung, die vertretbar ist. Meppens Torwart Hermann Rühlander im Duell mit dem Düsseldorfer Demand. Da ärgert sich Rühlander natürlich, wenn man so verladen wird. Die Meppener ließen sich jedoch nicht von ihrer Linie abbringen. Beide Sturmspitzen, wie hier Robert Toben, wurden vom Mittelfeld vorzüglich eingesetzt. Und als Geheimwaffe haben die Emsländer ja noch den finnischen Nationalspieler Marko Myyri, ebenfalls mit Offensivambitionen. Ein Tor à la Gerd Müller. Blitzschnell die Situation erfasst, eine sehenswerte Leistung. Noch einmal aus der Sicht der Torkamera. Die Abwehr des SV Meppen ist ebenfalls stabiler geworden. Zu Saisonbeginn gab es da noch einige Schwierigkeiten mit der Feinabstimmung, bedingt durch Verletzungen. Jetzt ist sie nur noch schwer zu überwinden. Wieder Robert Toben, am ersten Gegenspieler vorbei und dann eine Schwalbe im Strafraum, auf die der Unparteiische tatsächlich reinfiel. Eine erstklassige schauspielerische Leistung des kraftvollen Meppners, sehen Sie selbst. Die 2:1-Führung für die Emsländer. Torschütze Eckart Vorholt. Der SV Meppen hat sich in der zweiten Liga etabliert. Auch auswärts sind die Emsländer nicht nur Punktlieferant. Die letzten Spiele haben wir sehr gut gemacht. Die Mannschaft ist heute auch etwas anders ausgerichtet als im letzten Jahr. Wir spielen offensiver, wir riskieren einfach mehr und das kommt hier beim Publikum an und die Begeisterungsfähigkeit in der Mannschaft ist auch da. Und wenn wir so weiterspielen, sollten wir auch dieses Jahr sicherlich keine großen Probleme kriegen. Die begeisterten Fans konnten auch in der zweiten Halbzeit ihrer Mannschaft zujubeln. Meppen hielt spielerisch mit den Düsseldorfer Fortunen mit und erkämpfte sich viele gute Tormöglichkeiten. Mit der Nummer 10, das ist Josef Menke, Regisseur der Meppener. Ein intelligenter Spieler mit überraschenden Ideen. Zusammen mit Marko Myyri, dem kleinen, wendigen Finnen, sorgt er für Druck aus dem Mittelfeld. Eine typische Szene, da wird nicht lange der Ball gehalten, sondern sofort abgespielt. Gefahr für das gegnerische Tor. Düsseldorf bemüht, nach dem Rückstand das Blatt noch zu wenden, doch die Hintermannschaft der Gastgeber nur schwer zu überwinden. Im Tor steht mit Hermann Rühlander ein sicherer Schlussmann. Er bewies auch gegen Fortuna seine Zuverlässigkeit. Die Düsseldorfer auf verlorenem Posten. Imponierend, wie schnell der SV Meppen von Abwehr auf Angriff umschalten kann. Blitzschnell von Menke erkannt und ebenso überzeugend von Martin van der Pütten vollendet. Das verdiente 3:1. Der Jubel im fast ausverkauften Stadion grenzenlos.